Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von Prison Architect in diesem Jahr. Keine Sorge, es geht weiter. So, wir haben den 31.12.2019, also für euch, für mich ist er noch nicht ganz da, weil ich bin immer noch kurz vor Weihnachten an dem Sonntag in der Aufnahme. Aber das wird, glaube ich, heute die, ich weiß nicht, ich glaube, das ist die letzte Aufnahme, die ich in diesem Zyklus mache, weil meinem Rachen geht es echt nicht so gut. Ich bin mir nicht, also das ist halt der Nachteil der Krankheit. So, also die Weihnachtsfeiertage habt ihr hoffentlich gut hinter euch gebracht und ja, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt gehen wir ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt eure Vorsätze alle schon fertig, wenn ihr denn überhaupt Vorsätze macht. Und dann schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was sind denn eure Neujahrsvorsätze? Nur für den Fall, dass ihr welche macht. Ich persönlich mache mir keine. Also ich halte das für völlig blödsinnig, den 31.12. zu nehmen, um dann was zu verändern. Weil wenn ich was verändern muss oder wenn ich feststelle, ich will was verändern, dann tue ich das. Und zwar völlig egal, welches Datum wir gerade haben. Na, aber das hat was mit Selbstreflexion zu tun. Das habe ich ja auch in meinem Leben gelernt. Das ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Insofern würde es mich natürlich schon interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ne? Habt ihr Neujahrsvorsätze? Und vor allem, wenn ihr das schon mehrfach gemacht habt, weil ihr vielleicht auch schon in ein entsprechend gehobenes Alter gekommen seid, wo ihr schon den ein oder anderen Silvester auch erlebt habt, ohne ja, zu jung zu sein oder am nächsten Tag sich nicht mehr daran zu erinnern, ob man Männlein oder Weiblein ist, weil man zu viel Sekt getrunken hat oder Champagner. Ne, wahrscheinlich war es eher der billige Sekt. Haltet ihr euch denn dann auch an eure Vorsätze oder wie lange hält das so in der Regel? Also es gibt ja so die Standardvorsätze fürs neue Jahr, wo es dann heißt, oh, ich mache mehr Sport, man schließt einen Vertrag mit einem Sportstudio ab und der erste Besuch ist auch der letzte Besuch, weil man feststellt, oh, das hat ja was mit Bewegung und Anstrengung zu tun, das will ich aber nicht. Und dann natürlich die Ausreden, ne? Man kann ja nicht. Ne? Oder viele wollen mit dem Rauchen aufhören. Auch das ist übrigens eine Sache, wenn du wirklich mit dem Rauchen aufhören willst. Also wenn du das wirklich willst, dann tu es doch nicht am 31.12. Ne? Das sind die schlechtesten Voraussetzungen, sondern dann hör einfach auf. Nimm die letzte Zigarette, genieß sie noch bewusst und dann hör auf zu rauchen. Rauchen ist scheiße, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war, ich glaube, über 10 Jahre Kettenraucher und habe 2008 tatsächlich für mich entschieden, mir geht das auf Piss mit dem Rauchen. Das war damals, wurden die Zigaretten schon ein wenig teurer. Ich meine, im Vergleich zu heute war das total lachhaft. Und dann habe ich angefangen, selber zu stopfen. Also von den fertig gedrehten Zigaretten über die mit Hülsen. Ne, da gab es dann so einen Stift, da konnte man den Tabak aus so einer, ja, was war es, Aluminiumhülse in den in die Zigarettendings da reindrücken, ne, in den Zigarettenrohbau. Die wurden dann aber, glaube ich, verboten oder auch unendlich teuer. Und dann habe ich angefangen zu drehen und ständig sind mir die Zigaretten auseinandergefallen, weil ich dafür schlichtweg zu blöd war. Und dann habe ich mir mehrfach den Pinsel verbrannt, weil es nämlich auf meine, ne, gefallen ist. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich bin doch bescheuert, mich davon abhängig zu machen und habe einfach aufgehört. Und habe es bis heute übrigens nicht bereut. Habe auch kein Verlangen mehr. Ich meine, klar, das sind jetzt 11 Jahre her. Kann übrigens weiterhin auch mal eine Pfeife oder eine Zigarre oder so rauchen oder Shisha. Ich werde aber nicht mehr süchtig, weil mein Gehirn mir immer rechtzeitig sagt, hör mal, du hast aufgehört, du hast diesen Stress auf dich genommen, fang doch nicht wieder von vorne an, lass es doch einfach. Und dann bin ich auch wieder geheilt. Ist gut, ne? Und du schaffst das auch. Wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, dann tu es jetzt. Oder morgen. Dann, wenn du wirklich weit und bereit bist. So, soviel zu dem Thema des Gesundheitsapostels. Ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen kränklich, logischerweise, weil ist ja derselbe Tag. Wie läuft denn überhaupt unsere Großkantine hier, die sporadisch eingepackte? Scheint zu funktionieren, oder? Häftlinge kriegen Essen, die hier unten müssten ja sowieso versorgt werden. Die hier haben ja ihre eigene Kantine, da wird für gekocht für die paar Leute, kann ja nicht schlimm sein. Die Kantine funktioniert noch, die muss aber auch gleich mal eingestellt werden. Ist aber nicht so tragisch, weil das kriegen wir schon hin. Da sind Zigaretten gefunden worden. Unser Jan war schon einmal, oder Jon, war schon einmal bei der Anhörung und ist nicht so gut weggekommen. Ja, schade.
Dann gucken wir mal eben, ob wir jemanden in Einzelhaft rekrutieren können, wo er denn auch immer ist. Wo haben wir denn einen in Einzelhaft? Ich sehe keinen. Vorfallberichte, eine Einzelhaft. Wo? Mach mal langsam, warum sehe ich das nicht? Also hier haben wir die Einzelhaft, ne? Und wo soll der sein? Hier ist Einzelhaft. Hier ist ungefließte Einzelhaft. Hier ist Einzelhaft. Ach, der. Der. Ach, guck mal. Naja, gut, den kann ich nicht rekrutieren. Alles klar, dann will ich auch nichts weiter gesagt haben. Vielleicht sollte ich noch einen helleren Boden nehmen, oder? Damit man die besser sieht. Ja, das ist der neue Gefängnistrakt. Sieht doch gar nicht mal so gut aus. Dann können wir nämlich anfangen, hier Türen reinzusetzen. Nach oben und nach unten. Dann wird das nämlich sozusagen ein Block. Und dann nehmen wir die Türen und einmal so gedreht. Und dann setzen wir hier auch Türen ein. Sehr schön. Und dann haben wir den Zellenblock nämlich schon mal auf neuestem Stand. Sehr schön. Guck mal, da haben wir doch wirklich in ganz wenigen Folgen ein bisschen was geschafft. Soll doch mal einer sagen, hier wird es nicht vorwärts gehen. Und strukturiert alles hintereinander weg. Toll, oder? Komm, lass doch mal ein Lob da. Vielleicht in Form eines Daumen nach oben oder eines lieben Kommentares. Hier haben wir ein bisschen Stromprobleme. Da müssen wir gleich mal gucken, was da wieder los ist. Ja, das mit dem Nase hochziehen, das tut mir leid. Aber es ist aber eher unwillkürlich, weil ich immer gelernt habe, hochziehen und nicht runter. Also nicht so sehr rauspressen, damit es nicht in die Nebenhöhlen geht. Ich versuche das ja irgendwie zu vermeiden, aber naja, so ganz einfach ist es halt nicht. Ne? So, dann machen wir hier nochmal zu, damit die Zelle auch, und dann müssen wir die Zellen auch mal langsam auflösen. Ne? Ja, da muss ja auch alles weg hier. So, die haben alle Dusche, das heißt, wir können ja eigentlich schon mal anfangen, die Duschen aufzulösen. Fangen wir mit den Duschen an. Das ist immer das Beste. Ne, Ende des Jahres muss keiner mehr duschen. So, Duschköpfe weg. So. Bisschen konzentrieren. Das weg. Das weg. Das weg. Und dann müssen wir gleich die Zellen auflösen, aber das kriegen wir schon hin. Dann können die nämlich umziehen. Ne? Hier, die Zellen sind ja offen, die können benutzt werden. Und da dieser Trakt jetzt fertig ist, können wir vom Einsatz her hier die Patrouillen auch noch verstärken. Das müssen wir mal in die Mitte finden. Hier ist ungefähr hier. 1, 2. Und dann bauen wir auch noch 2 Hundepatrouillen, also 4 Hunde mit drauf, dann haben wir den Block auf jeden Fall schon mal ziemlich gesichert. Wir machen gerade Minus, das ist nicht so gut. Wobei, wir haben genug Geld, also daran kann es nicht scheitern. Aber ist klar, uns fehlen natürlich auch immer mehr Häftlinge. Ihr seht, hier ist ja kaum noch was los in dem Trakt. Ne? Das ist aber jetzt gerade beim Umbau natürlich auch ganz charmant. Also das können wir tatsächlich mal so lassen. Machen wir schnell mal eine Razzia noch. Und warum werden die Einzelhaftzellen nicht mit einer Razzia belegt? Kann das irgendeiner mal erklären? Hier dürfte ja eigentlich so viel nicht los sein. Ach, das wird toll. Das hier reißen wir ab. Aber ich glaube, das wird eine Arbeit fürs nächste Jahr. Kannst du mir sagen, was du willst? Ich glaube, das machen wir erst nächstes Jahr. Schieben wir einfach ein bisschen. Ne? Also er hier macht mir Sorgen. Da müssen wir gleich mal ein bisschen was von abnehmen. Warum ist denn das so? Weil du bist doch nur für den hinteren Bereich zuständig. Ist denn da... Ach, da ist die Küche zugekommen, ne? Alles klar. Nee, dann will ich ja nichts gesagt haben. Ehrlich nicht, oder? Will ich nichts gesagt haben. Es wäre schön, wenn ihr andere Grüntöne hättet oder andere Farben, wenn man die Farben festlegen könnte. Liebe Entwickler von Prison Architect, ich weiß, ihr werdet mein Let's Play garantiert gucken.
Können wir nicht Farben festlegen, dass man auch hier, weil die Grüntöne, die sind ein bisschen verwirrend. Also das geht noch, ne? Aber spätestens hier unten weiß ich nicht mehr weiter. Ihr scheint nur zwei Grüntöne zu haben. Das ist nicht gesund. Das ist wirklich nicht gesund. So, dann trennen wir den einfach mal ab. Also dann packen wir den hier unten dran. So. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Die müssten ja jetzt ohne Strom sein. Sind sie? Perfekt. Und wenn wir die dann gelegt haben, dann entsperrt sich oder entzerrt sich das hier oben ein bisschen. Ihr seht, hier ist jetzt weniger Druck drauf. Das ist schon mal ganz gut. Und er müsste gleich ein bisschen mehr Druck bekommen. Vielleicht machen wir das auch noch einen Kreis höher oder so. Mal gucken. Weil nicht, dass da oben was brennt, ne? Das wäre jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders. Taschenuhren gefunden. Hier wird gefunden in der Razzia. Ist unglaublich. So, ein einziges Kabel fehlt noch, meine sehr verehrten Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter. Da wird ein Polizist angegriffen, da werden mehrere Polizisten angegriffen. Und ein Todesfall. Geh doch mal weg, diese blöden überlappenden Bilder. Was ist denn hier schon wieder? Polizist tot. Na toll. Mendoza, da ist er wieder. So. Tode verurteilt, dauerhafte Bestrafung haben wir. Der geht jetzt dauerhaft ins Loch. Ist mir kackegal. Das hast du davon, du Pfeife. Hier ständig meine Leute anzugreifen. Unglaublich. Irgendwie unglaublich. Das macht mir jetzt persönlich ein bisschen Sorge. Was will der? Ihr Rechtsanwalt hat ein paar Dokumente eingereicht, die Sie vor den Konsequenzen für dieses Chaos schützen. Das heißt, ich kann Sie nicht entlassen. Zumindest dieses Mal nicht. Warum auch? Ich habe ja fast nichts gemacht. Bringen Sie Ihr Gefängnis schnell auf Vordermann und sorgen Sie dafür, dass es so bleibt. Dieser Trick funktioniert nicht noch einmal und wir sind nicht für ewig geschützt. Ich dachte, das wäre dauerhaft. Alles klar, danke. Ja. Keine Ahnung, wir haben es auf jeden Fall, der Rest interessiert mich nicht. So, wir haben alles, ne? Alles entwickelt, hervorragend. Ja, schön. Hier ist alles wieder repariert, das ist auch gut. Und wie schaut es hier aus? Auch gut. Das heißt, wir können jetzt anfangen, hier die Zellen aufzulösen. Das sind Räume, genau. Dann lösen wir diese Zellen hier mal alle auf. Zack. Und bauen das ab. Und dann sind wir im nächsten Jahr letztlich schon soweit, dass wir auch diesen Teil des Zellentraktes neu bauen können. Das wird ganz wunderbar. Ihr seid noch eben dabei, wie ich hier alles versuche abzuruppen. So, Licht raus. Weil der Gang wird ja völlig anders aussehen. Und wenn wir das fertig haben, dann können wir auch den Part dazwischen fertig machen. Na? So, alle Privilegien sind weg. Das kleine Löschtool am Jahresende. So, ja, dann nutzen wir das doch als Aufhänger. Also, kommt mir gut ins Jahr 2020 und
Ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass 2020 ein Mörderjahr für euch wird. Vor allem, was so Themen wie Gesundheit angeht, dass keiner von euch krank wird. Oder wenn ihr gerade krank seid, womöglich auch mit was Schlimmerem, also so eine popelige Erkältung, wie ich sie jetzt gerade habe, dass ihr möglichst schnell wieder gesund werdet und alles gut läuft. Und auch für eure Angehörigen alles, alles Gute für das neue Jahr. Kommt mir gut rüber und wir sehen uns zu einer neuen Folge von Prison Architect. Erst nächstes Jahr wieder. Ich finde das immer so witzig, einen Tag vorher sowas zu sagen. Und in 2 Tagen, wie gesagt, Prison Architect. Oder wenn euch gerade noch langweilig ist, ihr erst ein paar Stunden auf die Party müsst. Auf meinem Kanal gibt es noch ganz, ganz viele andere Let's Plays aus den verschiedensten Genres. Schaut gerne einfach mal rein. Hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo. Damit wir auch 2020 zu den wachsenden Kanälen gehören, dass es nicht zur Stagnation kommt und wir einfach eine schöne große Community werden, wo wir uns alle austauschen können, uns alle lieb haben und alles wird ganz, ganz wunderbar. Also, macht es gut, bis dahin und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder. Also, ciao, ciao!